Willkommen Leute bei einem neuen Video. Es geht heute um natürlich The Walking Dead, Daryl Dixon, das Spin-off, was genau passiert ist in der neuen Folge und noch einiges mehr wie immer nach dem Intro. Willkommen, es geht endlich weiter mit Folge 3 von Daryl Dixon und ja, wir sind immer noch in Frankreich natürlich. Wir sind jetzt weiter auf dem Weg in Richtung Norden und ja, hier in dieser Folge haben wir auf jeden Fall so ein, zwei Punkte, die wir auf jeden Fall mal ansprechen müssen. Und zwar ist es auf jeden Fall einmal Quinns Rückkehr. Ich habe es ja eigentlich schon mehr oder weniger gesagt in der letzten Folge, dass er auf jeden Fall wieder zurückkommen wird. Und ich habe auch schon damit gerechnet, dass es diese Folge sein wird. Und das war tatsächlich auch so. Er ist in dem Fall jetzt so eine Art Clubbesitzer in den Katakomben, was ich ziemlich cool finde. Das ist eine richtig starke Idee, sowas mit reinzubringen. Hat mir sehr gut gefallen. Und ja, dann sieht er in dem Fall am Ende auch wieder Daryl Dixon und auch seine alte Freundin, mit der er dann redet. Alles ein bisschen peinlich erstmal. Und sie erzählt ihm dann auch, dass Laurent der Sohn von ihrer Schwester ist, die ja verstorben ist. Sie reden ein bisschen über die alten Zeiten. Und dann kommt tatsächlich ein kleiner Twist. Und zwar sagt er, dass ein Vater ja seinen Sohn kennenlernen sollte. Und das war krass, weil damit habe ich 0,0 gerechnet. Also er ist der Vater von Laurent und hat mit ihrer Schwester geschlafen gehabt und sie auch geschwängert. Wurde in diesem Rückblick, den wir gesehen hatten, ja überhaupt nicht erkenntlich. Also das war ein krasser Moment, hat mir sehr gut gefallen. Und ja, ich denke, das qualifiziert ihn auch noch mehr, für die nächsten paar Folgen auf jeden Fall mit am Start zu sein. Was mich jetzt ein bisschen wundert ist, wir haben jetzt drei verschiedene Feinde. Gut, der eine hat sich mit der Haupt-Tussi da zusammengetan, aber jetzt haben wir noch Quinn. Ich denke, er wird nicht bis zum Ende der Feind bleiben. Ich denke jetzt gerade, ja. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht folgt er ein ganz anderes Ziel. Also auf jeden Fall wird er sich nicht mit dieser Militärarmee da zusammenstellen. Er hat sich jetzt gerade erstmal kleinkriegen lassen, ja, aber ich denke, er bleibt nicht dabei. Ich denke, er wird sein eigenes Ding durchziehen und irgendwas kommt da noch bei ihm, denke ich mal. Weil es wird ansonsten nicht viel Sinn ergeben, warum sie jetzt gerade so viele Gegner gerade hätten, die teilweise auch komplett verschiedene Gründe haben, warum sie das tun, was sie tun. Ich denke, wie gesagt, Quinn wird doch seine eigene Sache da zu tun haben, aber ich denke mal auch, dass er noch in Staffel 2 mit drin vorkommen wird. Am Ende von Staffel 1 wird er nicht sterben. Ich denke aber, dass unser racheerfüllter Militarist noch sterben wird. Ich glaube, er ist einfach nur für diese ersten paar Folgen da. Und die Chefin, die bleibt auf jeden Fall noch da, ist ja logisch. Daryl wird natürlich nicht nach Amerika kommen, ist ja klar. Das kann ja nicht passieren, weil es wird auf jeden Fall weitergehen. Staffel 2 ist ja auch schon geplant, ist ja auch schon gesichert worden. Und es wird mit Sicherheit auch noch eine dritte Staffel kommen. Was mich wundert, ist, dass sie bis jetzt immer noch nicht mehr von Rückblicken gezeigt haben. Wir haben eine Miniszene gesehen mit Judith, aber ansonsten auch eigentlich nichts. Das wundert mich eigentlich sehr. Klar, es wird am Ende von dieser Staffel noch irgendeinen Twist geben, vermutlich, wo er dann irgendwie seine Gedanken durchgeht und dann bekommen wir als Zuschauer gezeigt, was eigentlich genau passiert ist vor Folge 1 und dann denken wir, oh shit, das ist passiert, okay, krass, 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 jetzt hat alles Sinn, aber es wundert mich trotzdem, dass man noch nicht mehr kleinere Schnipsel gesehen hat von diesen Rückblicken, weil eigentlich dachte ich genau, das machen sie ja mit der Szene von Folge 2, dass man als Zuschauer immer diese kleinen Schnipsel gezeigt bekommt und dann ganz am Ende diesen letzte Puzzleteil gezeigt bekommt, womit man dann merkt, ah, okay, das passt so und so zusammen. Okay, alles klar, ergibt Sinn. Ich hab's verstanden. Ja, aber mal schauen, was sie in Folge 4 machen. Zu Folge 3, sie haben Falou kennengelernt. Ein cooler Typ, der hat mich ein bisschen an so einen Ezekiel erinnert, an so einen Charakter, aber in einem sehr, sehr kleinen Dörfchen oder in einem kleinen Örtchen mit 64 Leuten mittlerweile. Und die kennen sich in Paris auf jeden Fall aus. Generell finde ich es cool, wie sie Paris gezeigt haben. Sehr, sehr, sehr stark. Wie alles komplett zerfallen war. Also allein der Eiffelturm von Weitem schon. Wir haben gesehen, in der nächsten Folge wird man den Eiffelturm von Nahem sehen. Und das sah schon ziemlich, ziemlich krass aus. Also muss ich sagen, wirklich gute Arbeit. Ein Punkt, der mir zum Beispiel überhaupt nicht gefallen hat, diese Folge, war das CGI von diesen Säurebeißern, die nach unten gefallen sind. Das sah also wirklich nicht gut aus. Das sah wirklich nach Low-Budget-Niveau aus.
Da bin ich etwas enttäuscht, weil da hatten sie schon wirklich sehr viel bessere Arten und Weisen, es zu zeigen. Wundert mich sehr, dass sie da auf sowas zurückgreifen mussten. Es sah einfach nicht sehr schön aus und hat ein bisschen diese Immersion rausgenommen. Aber an sich erstmal nicht schlimm. Immerhin kamen mal wieder neue Varianten dran. Tatsächlich sah es ja im Trailer für diese Folge so aus, als ob das diese Fastbeißer wären. Waren es leider nicht. Und ich frage mich immer noch, warum die nicht wieder drankommen. Ich meine, wir hatten in diesem einen Raum von dieser ganzen feindlichen Gruppe ja diesen einen Test gesehen, den diese Wissenschaftler durchgeführt haben an diesem einen Beißer. Und der wurde ja auch ziemlich schnell, aber ist sehr schnell gestorben. Was die da genau gemacht haben, weiß ich auch nicht genau. Die haben irgendwie getestet, was wohl passiert, wenn man ein bestimmtes Mittel in dieser normalen Beiße reinpackt und die dann so schnell werden. Aber warum die dann so schnell sterben, das habe ich auch nicht ganz verstanden. Vor allem, was mich jetzt wundert, ist, sie haben ja anscheinend irgendwas, irgendein Mittel reingepackt in den Körper von diesem Beißer. Bedeutet das jetzt, dass nur diese präparierten Beißer so schnell sind? Das kann ich mir halt auch nicht vorstellen, weil welche in Amerika waren, die ja wohl kaum von Frankreich bis Amerika gebracht worden sind, nur um dann random irgendwo aufzutauchen. Ja, wobei diese schnellen haben wir auch so noch gar nicht gesehen in Amerika. Das waren ja eigentlich nur intelligentere oder beziehungsweise welche, die auch klettern können. Aber schnelle waren ja in dem Sinne noch gar keine da. Die waren ja bisher nur in Frankreich und das denke ich mal, das hat auch irgendwas damit zu tun, dass sie halt verschiedene Experimente durchführen. Ich bin gespannt, was diese Gruppe genau für eine Connection hat. Also es muss ja irgendwas mit dem CRM zu tun haben. Ich wüsste nicht, was sonst. Es würde keinen Sinn ergeben, wenn das nichts mit dem CRM zu tun hat, als ob da noch eine Gruppe wäre, die auch krass aufgerüstet ist mit großen Tankerschiffen und irgendwie da hin und her fährt. Die müssen irgendwie mit dem CRM handeln. Es kann nicht anders sein. Und ich hoffe wirklich, dass man da noch was sehen wird. Generell muss ich sagen, die erste Folge von Daryl Dixon war unglaublich stark. Also hat locker die erste Folge von Dead City geschlagen. Folge 2 und 3 waren, finde ich, aber nur okay. Die Rückblicke in Folge 2 von Paris mit dem Untergang, das war richtig cool gemacht. Und hier gab es auch ein, zwei Stellen, die cool waren. Aber an sich waren es nur okay Folgen, in denen nicht ganz so viel passiert ist, finde ich. Naja. Mal schauen, was haltet ihr von der Folge? Schreibt es gerne mal in die Kommentare mit rein. Was wünscht ihr euch vor allem noch die nächsten drei Folgen in dem Fall? Und dann würde ich mal sagen, das nächste Video erscheint. Wie immer natürlich, wenn die nächste Folge Daryl Dixon erscheint. Seid gespannt. Bis zum nächsten Mal.